So, jetzt wollen wir Abteil nochmal nach vorne bitten, zumindest hier an den Ring. Sei mal so nett und sag nochmal was zur Vorbereitung von Schade. Wir wissen, er ist sehr trainig, eifrig, er ist sehr motiviert und diszipliniert, aber sag doch nochmal, wie ist die Vorbereitung gelaufen? Vielleicht mal ein paar Zahlen, wie Kilometer läuft man, Startingkurs und ähnliches. Erzähl mal bitte. Wir haben zu 80 bis 85 Schulden in Spanien gemacht gehabt und die erste Vorbereitung war bisher immer so, wir fangen erstmal das Lauftraining an, den Krafttraining, Schnellkrafttraining und das hat er 7 bis 8 Wochen gemacht, also wirklich, das war sehr hart. Da dürfte nur einmal nach Hause gehen in 8 Wochen. Und ich denke mir nach dem Kampf sehr, sehr, sehr froh, dass er wieder nach Hause gehen kann. Er kommt aus Ruppertal, 2 Kilometer weiter in Hamburg. Und seinen letzten Spanien hat er sehr, sehr gut gemacht, die letzten 4 Runden. Also die letzten, wir machen noch vor dem Kampf, noch eine Woche vor dem Kampf nochmal richtig Spanien, also 10 Runden. Wenn man sich einstellen muss, um die 12 Runden. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Er hat mit 2 verschiedenen Gegnern. Und wir waren sehr froh mit der Leistung, was er gebracht hat in Spanien. Und es sind auch gute Dinge, dass er am Wochenende gewinnt, die Weltmeisterschaft. Das ist ja relativ kurzfristig gewesen. Der Wechsel des Gegners ist ja nicht ganz so angenehm, weil man sich mit Videos vorbereitet und ähnliches. Seid ihr noch an Informationen sicherlich angekommen, wie zum Video, wie ist das? Ist das eine große Umstellung gewesen, Boxen, die unterschiedlich geben, die offensiv oder wie ist das zu bewerten? Eigentlich nicht, ich stelle mir vieles immer gleich. Hauptsache man hat jetzt eine Position. Und natürlich stellt man sich ein bisschen ein nach dem Gegner, aber vieles ist ja nicht. Das Gute ist, wir haben immer Videos, was wir analysieren können, wie er, was er für Schwächen hat und was er für guten Stärken hat. Und das nutzen wir eben aus, dass wir uns das angucken und den unseren Charter einstellen, so wie er zu boxen hat. Aber wie gesagt, das macht nicht viel aus, wenn man so ein Boxer ist, man stellt sich gegen jeden so schnell wie möglich ein. Ja, wir sind fertig und wir sehen, ich habe sehr gut geschwitzt. Er hat davor hinten auch den Landtag weg und gemacht, er hat ein schnelles Tempo. Und ich denke, wir sind sehr zufrieden, sehr drinnen. So, dann darf ich mal den Trainer noch mal in den Ring bitten. Ich darf alle anwesenden Boxer in den Ring bitten. Wir machen mal ein schönes Familienfoto.